see when the volunteers come in, they come in as teaching assistants. Wenn Unterricht ist, dann bin ich mit einer Lehrerin zusammen und wir machen Unterricht zusammen. Also die ist auch so alt wie ich, die ist auch 19, also am coolsten finde ich das, dass man hier in wie so einer kleinen Gemeinschaft ist. Also man kocht mit denen, man isst mit denen zusammen Mittagessen und sowas. Die nehmen einen mit zu allem. Wir gehen morgen Pizza essen und sowas. Wir waren schon zusammen hier beim Friseur und so. Wir machen immer Sachen zusammen. Irgendwie finde ich, also ich finde es auch cool in der Schule und sowas zu arbeiten, aber ich finde vor allem cool, dass ich hier so die Leute kennenlerne und ja, das sehr geliebt hier. I think for, if you're coming to Ghana, there's a whole lot of things to do, by the social work, helping the kids in class, having fun and activities like drawing and paintings. Sind heftig, ziemlich gut. Schnell, haben Ausdauer in der Sonne, beweglich. Mega gute Ballkünste, obwohl sie erst 5, 6 Jahre alt sind. Das ist krass. Anstrengend, aber macht Spaß. Leichten Heimvorteil durch die Gewöhnung an die Mittagshitze, aber wir geben unser Bestes. I like them here because they really have time for the kids. Nachdem jeder von seinem Projekt wiedergekommen ist, geht das gemeinsame Leben im Haus los. Please, you send my name. I need to know all of your names. Der Tag ist noch lange nicht zu Ende. Man isst zusammen, spielt zusammen Karten, macht gemeinsam einen Abendtrip, um einen Blick auf die Lichter der Hauptstadt Accra werfen zu können. Es ist immer super schön, es ist super entspannt, wir lachen viel, wir machen viel, spielen gerne Karten oder ja, es ist wirklich sehr, sehr schön. Man wird tatsächlich Teil einer Familie, von der ich mich am Ende nicht so gerne verabschieden wollte. You're gonna miss me when I'm gone.